Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Karten 7. Mein Kopfhörerkabel ist zu lang, ist zu kurz. So, wir wollen ganz, ganz fixi reinstarten. Energy ist am Start, damit ich auch wach bleibe hier. Ach, guck mal, da habe ich meine Probepackung, meine Räucherstücke. Muss ich mal. Gleich Nachruf. Hallo Sura, hier spricht Clave. Hättest du gerade etwas Zeit oder kommt mein Anruf ungelegen? Ja, ich habe reichlich Zeit. Oho, du wirkst aber gut gelaunt, das freut mich. Ich möchte dich nicht zu lange aufhalten, daher komme ich gleich zur Sache. Ich rufe an, weil ich dir ein besonderes Angebot unterbreiten möchte. Ist dir die Blaubeerakademie in der Einhalle-Region ein Begriff? Ja, davon haben wir schon gehört. Richtig. Du hast dich zusammen mit Schülern der Akademie auf eine Exkursion begeben. Der Direktor besagt, der Blaubeerakademie ist jedenfalls ein alter Freund von mir. Ich möchte dich dort als Austauschschüler willkommen heißen. Ich denke, das wäre eine grandiose Gelegenheit, deinen Horizont zu erweitern und mehr über die Welt zu erfahren. Betrachte es als eine Herausforderung, an der du noch weiter erwachsen kannst. Allerdings frage ich mich schon, warum er gerade dich dazu auserkoren hat. Ich würde vorschlagen, dass du dich zumindest mal mit ihm triffst und ihn nach seinen Beweggründen fragst. Er ist recht exzentrisch, aber mach dir keine Sorgen. Ich werde auch vor Ort sein. Bitte komm in mein Büro, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Dann können wir alles weitere besprechen. Nun denn. Ich will dich nicht weiter stören. Du hast sicher viel zu tun. Gib weiterhin gut und auf dich acht. Ja und nein. Also so wirklich viel haben wir ja nicht zu tun im Moment. Immerhin sind wir Champ von Paldea. Und unsere kleine Exkursion haben wir ja auch gemeistert. Mein Team ist aufgestellt. Na nö, es spiele ich da ein bekanntes Gesicht. Dich habe ich doch schon mal gesehen. Wer warst du noch gleich? Ich heiße Sura. Ah ja, richtig, Sura. Aber klar, das wusste ich natürlich. Nun gut, dann fackeln wir mal nicht lange. Lass uns aufbrechen. Einen Moment bitte, Direktor Chiamo. Bei Marciano? Müsste ich dann ein bisschen italienisch oder spanischen Akzent haben? Ja, schau mal an. Klar, wie altes Haus. Du hier? Gut siehst du aus. Natürlich bin ich hier. Ich bin hier der Direktor und bitte nenn mich nicht so vor den Schülern. Hatten wir uns außerdem nicht darauf geeinigt, dass wir uns in meinem Büro treffen? Ach ja, das muss mir entfallen sein. Aber schwamm drüber, es ging doch ohnehin um diesen Schüler, oder nicht? Das mag schon richtig sein, aber... Verzeihung, Sura, du bist sicher gerade etwas verwirrt. Mehr als verwirrt, aber ich kann mir schon denken, worum es geht. Das hier ist Chiamo, der Direktor der Blaubeerakademie. Er ist derjenige, der dich für den Schüleraustausch gewinnen möchte. Jawohl, der Direktor, das bin ich. Hatte ich das noch nicht erwähnt? Wohl vergessen. Seiner Reaktion nach zu urteilen, hattest du das wohl versäumt. Aber apropos, aus welchem Grund hast du ausgerechnet so als Austauschschüler rausgekommen? Haha, gute Frage, Clavi. Nun ja, also die Sache ist die. Dass Karal was angeheftet. Was war noch gleich der Grund? Ach ja, richtig, Kitakami. Er war doch auf der Exkursion dort mit einer unserer Schülerinnen unterwegs, nicht wahr? Ich glaube, sie heißt Hanna. Sie hat dich jedenfalls empfohlen. Und jetzt, wo du schon vor mir stehst, na doch, du hast mich überzeugt.
Oho, du siehst also auch Potenzial in ihm. Als Austauschschüler würdest du sicher frischen Wind in unsere Akademie bringen. Ciano verfügt über einen guten Menschenkenntnis. Das muss man ihm lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Blaubeerakademie besuchen und dort neue Erfahrungen sammeln würdest. Natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Naja, ich wäre schon blöd, wenn ich das jetzt ablehnen würde. Sieh es als eine Erweiterung deiner Schatzsuche an. Gerne würde ich dich selbst begleiten, aber mit Direktor Ciano an deiner Seite solltest du... Okay, vielleicht sollte ich... Die Decke, die ich mir gerade so ein bisschen umgelegt habe, weil man ein bisschen kühl ist, anders verfrachten. Oder anders legen, ja. Und an deiner Seite solltest du gut betreut sein. Davon kann ich ausgehen. Au, welch Kompliment. Aber sicher, keine Sorge. Ich hoffe, es... Aber wenn man so guckt, könnte auch ein Mafioso sein. Ich hoffe, die Erfahrung eröffnet dir den Weg zu einem neuen kostbaren Schatz. Nun denn, ich wünsche dir eine gute Reise. Sag mir einfach Bescheid, sobald du dich auf den Weg zur Blaubeerakademie machen möchtest. Okay. Mal von mir aus, wir können sofort los. Na, bist du bereit zur Blaubeerakademie aufzubrechen? Jupp. Also dann, auf geht's. Aber ich ziehe bestimmt nicht die Uniform an. Ich will meine behalten. Das Kitakami-Outfit gefällt mir nämlich. Der Schatz von Zone 0. Teil 2. Die indigo-blaue Scheibe. Willkommen in der Einhallregion. Tada, da wären wir. Herzlich willkommen an meiner geliebten Blaubeerakademie. Also mitten auf dem Meer. Was du hier siehst, ist der Eingangsbereich. Fast alle übrigen Teile der Akademie befinden sich unter Wasser. Ist das nicht fantastisch? Und das ist noch nicht alles. Siehst du, wie herrlich blau hier alles ist? Wir haben uns stark vom Farbton der Blaubeere inspirieren lassen. Mal sehen, was noch. Hast du vielleicht erstmal ein paar Fragen an mich? Ja, warum ist hier unter Wasser? Oh, du stellst aber komische Fragen. Nun ja, also das ist so. Ich habe gehört, dass der Akademie an eine Anlage am Meeresboden angeschlossen ist, die der Ressourcenentwicklung dient. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Sorry. Mein kleines Stück hier, die. Du bist wirklich gut informiert, Tara. Ach, nicht der Rede wert. Und wen haben Sie dabei, sich? Ein Gast? Ganz recht. Das ist super. Er ist zum Austausch hier. Ich bin sicher, ihr werdet euch prächtig verstehen. Was? Ist das etwa der Schüler aus Paldea, von dem ich gehört habe? Entschuldige, ich sollte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Tara. Ich bin im zweiten Jahr hier. Es ist recht selten, dass sich Direktor Ciano den Namen eines Schülers merkt, also musst du echt was Besonderes sein. Oh je, ertappt. Oh, aber wo du gerade hier bist, Tara. Wieso stellst du unserem neuen Ankömmling die Akademie nicht etwas genauer vor? Wie bitte? Ich soll es machen? Deinen Erklärungen kann man vermutlich mehr trauen als meinen.
Das mag sein, aber es gibt doch sicher jemanden, der geeignet dafür ist als ich. Oh, bitte versteh mich nicht falsch. Das hat nichts mit dir zu tun. Direktor Shiano hat nur die Angewohnheit, Arbeit auf andere abzuwälzen. Und das ist ein absolutes No-Go. Ich bitte um Gnade. Andererseits wäre es schon cool, den berühmten Sora besser kennenzulernen. Na gut, was soll's, ich kümmere mich drum. Grandios! Also dann, gehen wir einfach geradeaus weiter in Richtung Eingang. Okay. Oh, Blubella sehe ich da. Oh wei. Oh, Magma. Gut, wir sind hier in der Einhallregion, aber müsste ich nicht irgendwo vielleicht Stratos City sehen? Das wäre schon mal geil. Das wäre schon mal für den Anfang geil. Oder ist das Ganze noch abgelegener? Das hier ist der Eingangsbereich der Blaubeerakademie. Diese Schule legt großen Wert auf Pokémon-Kämpfe, musst du wissen. Hier auf dem zentralen Kampfplatz finden unter anderem offizielle Kämpfe statt. Ist er unbenutzt, steht er allen Schülern zur freien Verfügung. Du solltest hier also öfter Gelegenheit haben zu kämpfen als an anderen Schulen. Ja, ja, ganz genau, so ist es. Mit ihnen im Nacken wird die Sache nicht unbedingt leichter, Direktor Shiano. Bin echt beim Überlegen, ob ich ihnen so einen Mafiosos-Akzent gebe. Wo war ich? Ach ja, die Meeresbrise hier ist sehr angenehm. Und deshalb verbringen viele Schüler ihre Pausen auf den Zuschauerplätzen, selbst wenn gerade keine Kämpfe stattfinden. Oh, und es gibt da noch eine andere besondere Sache an unserer Schule. Halt dich fest. Wilde Pokémon Terra kristallisieren hier manchmal. Was du nicht sagst. Stimmt ja, ein paar DS ist sowas ganz normal. So ist es. Das Phänomen der Terra-Kristallisierung wurde in Paldea entdeckt. Wir haben aufbauend auf dem Terra-Kristall-Orb unsere ganz eigene Technologie entwickelt, mit der sich die Terra-Kristallisierung kontrollieren lässt. Und jetzt willst du doch bestimmt wissen, wie wir das erreicht haben, oder? Ja. Ich glaube, die Erklärung ist leichter zu verstehen, wenn wir uns unten befinden. Meinen Sie nicht auch? Ach, du denkst wirklich an alles. Oh, ich hätte da eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn ihr beide gegeneinander kämpft? Was, jetzt sofort? Jetzt sofort, ich würde gerne sehen, was Sora so drauf hat. Tara ist ein Mitglied der Top 4 unserer Liga AG, musst du wissen. Außerdem ist ihr Vater ein Arenaleiter der Einhaltregion. Oh! Ihr Vater, wie könnte denn da in Frage kommen? Von ihr kannst du sicher etwas lernen. Hey, sie plaudern hier einfach so persönliche Informationen über mich aus. Das ist ein absolutes No-Go. Ich schaue mir euren Kampf gleich an. Gleich aus nächster Nähe an. Hoho! Bitte entschuldige, wenn Direktor Shiano sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann man ihn nicht mehr davon abbringen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch ein bisschen gespannt auf unseren Kampf. Hier an der Blaubeerakademie werden hauptsächlich Doppelkämpfe ausgetragen. Mal sehen, wie du dich darin schlägst. Viel Erfolg! Nur Doppelkämpfe? Alter, wir sind hier in der Einhallregion. Da könntet ihr eigentlich auch Dreifachkämpfe machen. Als Vertreterin der Blaubeerakademie darf ich mich nicht zu sehr blamieren. Ja, das solltest du. Aber mit Plus Luminum?
aber die sind ganz schön stark. Alter! Meine Plus-Minus-Taktik ist nicht aufgegangen. Dann bleibt mir wohl nur rohe Gewalt. Nur raus. Stahlumor. Okay. Habe ich einen Paraheiler bei mir? Ja. Hydrodampf. Wenn wir hier schon Terra kristallisieren könnten, nutzen wir das doch aus. Nicht wahr? Verstehe. Du greifst also gezielt die Typenschwäche deiner Gegner an. Ehrlich gesagt war mir das egal, ich wollte bloß deinen Stahlumor loswerden. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Überwältigender Sieg. Stimmt, Minutika, hat er das Münzermandel. Wahnsinn, du weißt wirklich, wie man kämpft. Und ich bin schwer beeindruckt davon, wie jemand aus dem Heimatland der Terra-Kristallisierung sie einsetzt. Wir haben der Blaubeerakademie wurden erst vor kurzem Terra-Kristall-Orbs verteilt. Vielleicht wirst du mir ja noch ein paar Tipps geben können. Gut gemacht, ihr beiden. Ein wahres Spektakel von einem Kampf war das. Ach ja, wir haben übrigens auch eine Schuluniform für dich. Hier, probier sie doch mal an. Dann fühlst du dich bestimmt gleich als Teil unserer... Nein! Sie steht dir super. Schneidig siehst du aus. Nimm doch bitte auch noch das hier an dich. Blaue Style-Karte. Okay. Die Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Aha. Okay. So, jetzt wo du richtig zu uns gehörst, wollen wir mal weiter ins Innere der Akademie. Du kannst dir an den Schranken dort drüben aussuchen, wohin du möchtest. Dann bekommst du auch die weltberühmte Terra-Kuppel der Blaubeerakademie zu sehen. Okay. Wo müssen wir hin? Okay. Kann eben sein aussehen, von daher. Pestes. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch.
Das ist ja nicht schlecht, ne? Aber das sieht von hier auch schon geil aus. Das ist ja ein richtig weitläufiges Gebiet. Aus den Trailern her konnte man nicht so sehen, dass es weit, dass es so groß war. Das hier ist der Stolz der Blaubeerakademie. Der weltberühmte Unterwassernaturpark. Die Terra-Kuppel. Kaum zu glauben, dass wir uns unter der Meeresoberfläche befinden, oder? Da Projektionen an die Wände und die Decke geworfen werden können, könnte man meinen, wir seien an der Oberfläche und frei. Hier werden die optimalen Lebensräume für verschiedene Pokémon künstlich erzeugt. Das habe ich übrigens alles selbst entworfen. Und das war nicht billig. Das darfst du mir glauben. Das ist, glaube ich, sofort. Im Inneren der Kuppel gibt es 4 Areale. Hier siehst du das subtropische Savannenareal. Rechts davon befindet sich das Küstenareal, das eher tropisch angehaucht ist. Auf der linken Seite haben wir das zerklüftete Canyon-Areal. Und zum Schluss gibt es dort hinten noch das schneebedeckte Polarareal. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden in jedem Areal strengstens reguliert. Daher trifft man in den 4 Bereichen völlig verschiedene Pokémon an. Ganz schön ausgetüftelt, was? Welches Areal interessiert dich am meisten? Dieses tropische Areal sieht ganz cool aus. Da liegen wir auf einer Wellenlänge. Dieses Areal gefällt mir auch am besten. Man kann dort so schön entspannen und die Seele baumeln lassen. Wenn du dein Pokémon hier aufpäppeln willst, steht dir hier im Inneren der Kuppel sogenannte Heilautomaten zur Verfügung. Und nun eine Frage an Sie direkt, okay? Keine Ahnung. Wie kommt es, dass an der Blaubeerakademie wilde Pokémon Terra kristallisieren und Kristalle entstehen? Das soll ich beantworten? Aber das weißt du doch sicher selbst. Ich verstehe schon, ich soll auch mal was an der Tour beitragen. Ja, also der Grund dafür hängt an der Decke. Schau mal nach oben. Das, was da am künstlichen Himmel prangt, ist der Kuppelkern. In ihm befindet sich eine Flüssigkeit, die mit einer speziellen Substanz aus Paldea versetzt ist. Okay. Er strahlt kontinuierlich Terrakristallenergie aus und ermöglicht so innerhalb der Kuppel die Terrakristallisierung. Ganz genau, eine wunderbare Erklärung. Wo Sie es gerade erwähnen, was ist eigentlich diese spezielle Substanz im Kern der Kuppel? Dazu gibt es keine öffentlichen Informationen, oder? Tja. Jetzt habe ich doch glatt selbst vergessen, worum es sich dabei handelt. Das hätte ich als Brianna überlassen. Deswegen kenne ich mich nicht so gut aus damit. Habe ich es mir doch gedacht. In Kürze beginnt der Praxisunterricht im Küstenareal. Alle teilnehmenden Schüler werden gebeten, sich im Küstenareal zu versammeln. Wie es aussieht, fängt gleich der Unterricht an. Das ist doch perfektes Timing. Hättest du Lust, gemeinsam mit mir an einen ersten Eindruck von unseren Akademie-Kursen zu bekommen? Ja. Allerdings werden wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und wir schieben das nämlich auf die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, auch gerne einen Kommentar. Würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auch gerne ein... Ich bin eine Weile raus. Man merkt's. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen
Könnt ihr mich auch gerne mit einem Abo auf den Kanal unterstützen. Tut nicht viel, kostet nichts. Vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. So war's genau. Links kommt ihr auf jeden Fall noch zu einem weiteren Video, was YouTube euch vorschlägt. Und rechts ist die Playlist zu diesem Projekt. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.